Aus der Traube in die Tonne, aus der Tonne in das Fass. Und das als Anfang eins von der wohl bekanntesten Männerchorlieder. Viertis hier auf dem Klaushof in Aster, der Familie Kohlreuter. Und ich möchte gerne wissen, was jetzt hier auf einer Trübli in den Fässern drinnen ist. Kommen wir mit. Und aus dem Fass geht es dann in Flaschen und bei mir ist Barbara Kohlreuter, die für euch ganz eine spezielle Weindegustation vorbereitet hat. Pünktlich auf den Mai und mit dem Sonnenschein ist es soweit, Barbara. Die öffnet wieder Türen. Genau, wir haben am 6., 7. und am 8. Mai haben wir unsere Frühlingsweintage auf dem Klaushof in Asch, wo wir unsere Weine, die reiferen, aber natürlich selbstverständlich der aktuell neu 2015er probieren kann. Man kann Speckkäsplättchen essen. Wir haben Kinderspiele, die Hüpfburg, aber auch andere Bauernhofspiele für Kinder. Und es gibt natürlich auch noch eine spezielle Aktion auf unsere Wein. Du, aber jetzt, du sagst immer, wir haben Wein. Ich sehe einen grossen Rebberg, aber eigentlich sind es ganz viele verschiedene Sorten, die ihr hier macht. Kannst du mir ein bisschen etwas über eure Trüben erzählen? Wir haben 10 verschiedene Traubensorten und aus diesen 10 verschiedenen Traubensorten in 3 verschiedenen Gemeinden, also Asch, Rheinach und Dornach, machen wir rund 24 verschiedene Weine. Also es hat für jeden Geschmack hat es irgendetwas dabei. Jetzt, wie ist es denn? Eine Weindegustation geht ja nicht einfach nur darum, sich die Lampen zu füllen. Wird man hier von euch gefeiert oder geht man dann gerade durch alle Weine? Oder ist das ein kleiner Rundgang? Wie ist das aufgebaut? Also man kann kommen, dann eigentlich, wenn man möchte. Wir haben verschiedene Öffnungszeiten und kann dann das probieren, was man möchte. Man kann selbstverständlich alle Weine probieren. Man darf natürlich auch noch wenige probieren. Und wir versuchen hier ein bisschen beraten und ein bisschen herausfinden, was der jeweilige Weinkunde auch gerne hat. Und für die, was interessiert, machen wir noch Weinführung, wo wir ein bisschen im Rebberg etwas erzählen und etwas im Weinkeller. Jetzt bist du jeden Tag immer wieder auch mit diesen feinen Tropfen beschäftigt. Ich nehme an, man muss auch immer wieder kontrollieren, muss das im Griff haben. Wenn du jetzt so ein bisschen durch dein Weingut durchlaufst, was geht dir durch den Kopf? Weil es ist der Wein, der dir gerade meistens ankommt, wenn du so ein bisschen Blick auch in die Reben rauswirfst. Was schmeckt dir speziell? Das ist natürlich ganz unterschiedlich, je nachdem, ob ich etwas zum Essen dabei habe oder zum Apéro. Aber es gibt auch bei mir meine Lieblingsweine. Ich habe sehr gerne Pinot Noir und habe hier sehr gerne unseren ganz normalen, fruchtigen Schalberger Pinot Noir, der gerade hinter unserem Hof auf dem Berg wächst. Und bei den Weissen, ich bin sowieso Weisswein Liebhaber, habe sehr gerne ein bisschen verschiedene, aber dort habe ich sehr gerne unseren Pinot Gris mit einer leichten Restsüße. Also, können wir probieren hier auf dem Klaushof in Asch bei der Familie Kohlreuter. Wer es kennt, weiss, ein wundervolles Ambiente, das euch erwartet. Nehmt Kind und Kegel und den Hund mit und es ist für alle gesorgt.